wollen, dass der Atomvertrag, der abgeschlossen worden ist, auch weiter Geltung hat, dass er vor allen Dingen auch eingehalten wird. Das ist das Ziel unserer Arbeit und an diesem Ziel richten wir auch uns in Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich insbesondere aus. Wir haben jetzt von den Vereinigten Staaten, wie andere internationale Partner auch, sozusagen eine erste Grobanfrage mit Blick auf eine mögliche Mission und wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich sozusagen diese Anforderungen und wir tun dies insbesondere auch vor dem Hintergrund unseres politischen und diplomatischen Zieles und in dieser Gesamtabwägung wird dann auch eine entsprechende Entscheidung fallen.